Timo Boll ist in Stuttgart. Gestern Morgen kam der Europameister mit dem gesamten deutschen Team zum ersten Training. Die Stimmung gelöst, von Anspannung noch wenig zu spüren. Der 28-Jährige ist das Zugpferd dieser EM. Ohne Timo würden wir nie dieses Standing erreicht haben, was wir jetzt eben heute haben. Über die letzten Jahre gab es wenig Spieler, die mit dieser Konstanz unter den ersten fünf der Weltrangliste geblieben sind, wie das der Timo gewesen ist. Und er ist auch für die Mannschaft unglaublich wichtig. Er ist so ein bisschen unser Fels in der Brandung, also der, auf den sich wirklich auch viele verlassen. Aber das ist das Gute daran. Mittlerweile haben wir in unserer Mannschaft eben auch vier andere Spieler, die ihm eben gut helfen können. Egal, ob das ein Dimitri Ovtschov, Christian Süß, Bastian Steger oder Patrick Baum ist. Und ich denke, das ist gut für die ganze Mannschaft. Die Skyline von Shanghai. Metropole Chinas. In China leben 1,3 Milliarden Menschen. Und sie alle lieben den Zauber des Zelluloids, Tischtennis. Es gibt einen Deutschen, den hier alle kennen, Timo Boll. Ja, Bruder. Er ist der Einzige, der mit den Künstlern mithalten kann. Und in Shanghai hat Timo Boll erlebt, wie weit die Verehrung gehen kann. Von asiatischer Zurückhaltung keine Spur. Viele chinesische Mädchen mögen ihn sehr. Er spielt sehr gut und sieht einfach so toll aus. Die Bewunderung der Chinesen ist nur eine Seite, die andere ist trister. Timo Boll auf dem Weg zur Mannschaftsweltmeisterschaft nach Bremen. Die Begeisterung in Deutschland ist weit geringer als in China. Er ist Deutschlands bester Tischtennisspieler und das seit vielen Jahren. Einchecken im Mannschaftshotel, die letzten Tage vor der WM im eigenen Land. Aber diejenigen, die sich am meisten für Timo Boll interessieren, sind mal wieder die Chinesen. Wird gewechselt ohne Ablösesumme. Der Korrespondent der chinesischen Sportzeitung Titan Sport hat sich gleich für mehrere Tage im Hotel der Deutschen einquartiert. In Deutschland spiele ich ja mehr als das Doppelte. Warum ist Timo Boll so ein guter Tischtennisspieler geworden? Ich denke, dass er zunächst mal sehr, sehr gut aufgebaut ist von natürlich seinem Heimtrainer Helmut Hampel, natürlich aber auch innerhalb dieses DTDB-Systems. Ich glaube, dass er ein unheimlich gutes Gespür fürs Tischtennis hat und natürlich technisch einfach der beste Spieler in Europa ist. Auch die asiatischen Spieler haben ganz großen Respekt vor seinen technischen Fähigkeiten. Und das eben zusammen mit diesem angesprochenen Gespür macht ihn zu so einem herausragenden Tischtennisspieler. In China sind die Objektive auf Timo Boll gerichtet. Er gilt im Mutterland des Tischtennis als Nummer 1, allerdings außerhalb Chinas. Nur er ist in der Lage, einen viermaligen Weltmeister wie Ma Lin auf diese Art die Stirn zu bieten. In China sind alle Topspieler Berühmtheiten. Jedes Spitzenspiel wird im Fernsehen analysiert. Und die Chinesen wissen um ihre Unschlagbarkeit. Artisten an der Platte. Wer hier mithalten kann, dessen Namen kennen Millionen. Deutschland als Fußballnation muss sich das so vorstellen, dass er da ein Standing hat wie bei uns vielleicht ein Ronaldinho oder ein Maradona oder ein Pelé. Ja, er wird schon in der Reihe mit Ausnahme Spieler Waldner als aktueller bester Spieler außer den Chinesen selbst eben sehr geschätzt. Und die Chinesen lieben den Sport Tischtennis mindestens so, wie die Deutschen den Fußball lieben. Timo Boll schlägt die letzten Trainingsbälle vor dem großen Turnier. Er wirkt entspannt, aber er weiß, auf ihm ruhen die Hoffnungen einer ganzen Sportart. Das Image muss weiter aufpoliert werden. Nur ein großer Erfolg kann einen Boom auslösen. Timo Boll ist auch hier das Zugpferd. Was macht Timo Boll so besonders?
Gut, Timo ist ein sehr, sehr bodenständiger Mensch mit einem sehr, sehr netten Schuss Humor. Ich schätze, dass er einen sehr, sehr analytischen Verstand hat. Ich schätze, dass er sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lässt. Und ja, wie gesagt, dass er einfach ein Mensch ist, der auch über die letzten Jahre mit seinen ganz großen Erfolgen sich nicht verändert hat, sich nicht verbiegen hat lassen. Und ja, das macht ihn auch als Mensch aus. Und das macht ihn natürlich auch unglaublich wichtig für die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft. Eine Mannschaft besteht aus 4 Spielern, aber trotzdem ruhen alle Blicke nur auf dem 1,81 Meter großen Ausnahmespieler. Der kleine Timo war das Wunderkind des deutschen Tischtennis. Ein Jahrhunderttalent. Mit 4 ist er im Verein, mit 10 schlägt der 15-Jährige, mit 15 spielt er in der Bundesliga. In Höchst im Odenwald wird sein Talent entdeckt und gefördert. Okay. Gut. Handgelenk. Ja. Mit 17 wird er zum ersten Mal deutscher Meister. Ja! Die Filmhochschule München begleitet ihn ein Jahr und dreht eine Dokumentation. Sie zeigt, wie der Teenager Timo die hessische Tennisgemeinde Gönnern auf den Kopf stellt und sensationell zur deutschen Meisterschaft führt. Das internationale Geschäft ist allerdings noch härter. Das wird deutlich, als der damals 19-Jährige im Jahr 2000 auf den Olympiasieger und Weltmeister Jan-Ove Waldner trifft. Ein Spiel, das maßgeblich seine Karriere beeinflusst. Er hat den Schweden am Rande einer Niederlage. Aber du kannst es doch jetzt noch mal versuchen, oder? Auf, komm! Champion Waldner gewinnt zwar noch einmal gegen Boll, aber diese Niederlage bei der Europameisterschaft in Bremen wird zum unvergesslichen Moment für Timo Boll. Weil er plötzlich sieht, wie sehr sich der große, alte Mann des Welttischtennis darüber freut, den kleinen Timo besiegt zu haben. Damals hat er sich noch mit den tröstenden Blicken seiner Freundin begnügen müssen. Aber der Trost von Rodelia, die heute seine Frau ist, braucht er danach nicht mehr so häufig. 5 Jahre später ist Boll in der absoluten Weltspitze angekommen. Boll hat das Selbstbewusstsein für große Siege bekommen. Weltcupsieger, Europameister, Top 12 Turniersieger, Vize-Weltmeister. Was fehlt, ist Olympia. Die Erfolge in China haben ihm noch größere Träume reifen lassen. Timo Boll bei der Ankunft in Peking. Olympische Sommerspiele 2008. Der Hype nimmt seinen Lauf. Polizeischutz für einen Tischtennisspieler. Der Besuch der chinesischen Mauer wird zum Medienereignis. Sie lieben Boll. Vor kurzem gewann er eine Wahl zum attraktivsten Europäer vor David Beckham. Doch der ganz große Erfolg blieb aus. Im Einzel früh ausgeschieden, mit der Mannschaft aber feierte Boll den größten Olympiaerfolg seit 16 Jahren. Hinter China holte das deutsche Team die Silbermedaille. Nach einer klasse Leistung im Halbfinale gegen Japan. Was seine Frau Rodelia nur Wochen später in St. Petersburg erlebte, war bislang einzigartig. Ihr Mann gewann bei der EM alle 3 Titel. Im Doppel mit Christian Süß wurde er Europameister. Das gleiche Kunststück gelang mit der Mannschaft. Im Einzelfinale war er zu stark für Wladimir Samsonow.
Timo Boll hatte alle drei Titel aus dem Vorjahr verteidigt. Ein Selbstläufer ist es nicht, aber er geht natürlich in allen drei Titeln an den Tisch, um da vorne mitzuspielen. Und wir hoffen, dass da natürlich auch nach oben hin jede Menge möglich ist. Aber ich würde nicht nur von einer erfolgreichen Europameisterschaft sprechen, wenn der Timo Boll jetzt dreimal oben steht. Manchmal ist es auch gut, wenn man sagt, wir haben einen Titel gewonnen und haben alles dafür getan, optimales Tischtennis zu spielen. Und das langt dann nicht. Dann muss man es auch mal akzeptieren. In St. Petersburg wurde keine Hymne so häufig gespielt wie die deutsche, dank Timo Boll. Morgen beginnen in Stuttgart die Europameisterschaften. Am Sonntag in einer Woche wissen wir, wie häufig Timo Boll auf dem Treppchen ganz oben stand.